Ja, wir bieten hier in Zusammenarbeit Malteser Hilfsdienst und Deutsches Rotes Kreuz im Namen und Auftrag für den Landkreis Neuwied sogenannte Schulungen für Unterstützungskräfte in der Pflege an. Und wir machen das so, dass wir zu den Themen Corona, zu den Themen Hygiene, zu dem Thema Schutzausrüstung und vor allem aber auch zu medizinischen Themen wie der Körperpflege, spezieller Körperpflege, Untersuchungs- und Erkennungsmöglichkeiten umfassend informieren, damit die Hilfskräfte, wenn es zum Einsatz kommt, vorinformiert sind. Sie sollen natürlich keine Tätigkeiten voll übernehmen. Uns ist wichtig, dass die Hilfskräfte schon mal alles gehört haben und einfach direkt tatkräftig anpacken können. Die Pflegehelferschulungen, die hier in der Wiethöhenhalle in Kurtscheid für den Landkreis Neuwied stattfinden, die sind ein wichtiges Modul unseres kreisweiten Pandemiekonzeptes. Wir sind weiter in der Vorbereitung und Planung, sofern Engpässe in der Pflege entstehen sollten. So wollen wir mit freiwilligen, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, gerade für Krankenhäuser, für Pflegeeinrichtungen, aber auch für den privaten Bereich, eine gute Wissensvermittlung von praktischen Hilfen hier ermöglichen. Danken möchte ich natürlich an dieser Stelle unseren Hilfsorganisationen im Landkreis Neuwied, die diese Idee geboren haben. Malteser Hilfsdienst, Deutsches Rotes Kreuz haben ein Konzept entwickelt, um die wichtigen Grundlagen im Rahmen der Pflegehelferschulung hier zu vermitteln. Dafür ein herzliches Dankeschön. Wir sind weiter in der Planung. Insofern wollen wir alles dafür tun, dass unsere Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Neuwied eine gute medizinische und pflegerische Versorgung erhalten. Die Experten sprechen von einer zweiten Welle der Corona-Pandemie im September, Oktober. Insofern gilt es also auch für uns, nicht die Hände in den Schoß zu legen, sondern weitere Planungen aus unserem Pandemiekonzept auch umzusetzen. Das heißt letztendlich auch der Appell an unsere Bürgerinnen und Bürger: Bleiben Sie weiterhin auf Abstand, achten Sie Hygienemaßnahmen und gehen Sie achtsam miteinander um.